Der Belgier Prunert und die Weißrussin Olga Masurunak haben sich zum Auftakt des letzten Tages der Leichtathletik-EM in Berlin die Titel im Marathon gesichert. Nährt, 28, Siebter des Berlin-Marathons 2015, setzte sich am Sonntag bei besten Bedingungen nach 42,195 Kilometern auf einem Rundkurs in der Innenstadt mit dem Meisterschaftsrekord von 2:09:51 Stunden vor dem Schweizer Tadesse Abraham, 2:11:24 und dem Italiener Yassine Rachik, 2:12:09 durch. Bester deutscher Läufer war Tom Grössel auf einem guten 11. Platz, 2:15:48. Jonas Koller belegte Platz 28, 2:19:16. Sebastian Reinwand, 33. Philipp Bahr, 38. und Markus Schöfisch, 46. beendeten den Marathon. Philipp Flieger, der einen EM-Doppelstart im Marathon und über 10.000 m vergeblich gerichtet.